bin mal gespannt, Leute, ne? Ein herzliches Willkommen erstmal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und wir spielen ein neues Let's Show Video Spiel. Dieses Spiel speichert Daten automatisch und an gewissen Stellen schaltet PlayStation 4 nicht ab. Wir spielen Tiny Troopers Joint Ops. Tutorial müssen wir machen. Option erstmal. So, Musik. Musik machen wir aus, weil Musik geht mir total auf den Sender. Erstklassige Soldat noch keine Mission gespielt. Okay, wir machen erstmal das Tutorial und schauen mal, wie dieses Spiel halt so ist. Das letzte war ein Reinfall. Und ich bin mal gespannt. So. Aha, okay. Moin, Kamerad! Gut, rücke zum nächsten Wegpunkt vor. Ah, da lang. Moin. Zum Fortsetzen. Rakete. Da. Danke. Das ist echt ein komisches Spiel. Drücke X. Bootcamp. Okay. Ah, ja. Ich muss sagen, komisch. Gut kennen. Aha. Das dauert ein bisschen lange, muss ich zugeben. Okay. Dann sollten werden zäher, wenn sie an Rang gestiegen sind. Soldatenkampagne. Dann nehmen wir mal die erste Tüte, die fand ich hier Infanterie. Das ist Krieg. Fangen wir ganz einfach an. Zerstöre die feindlichen 3-Mann-Patrouillen an der Frontlinie. Während der Mission kannst du deine Ziele auf der Karte prüfen. Okay. Wir machen mal einfach. Das Oberkommando belohnt dich mit 10.000 kostenlosen Befehlspunkten und eine Medaille. Nutze sie zum Kauf von Verbesserungen, neue Uniformen und zum Anheuern von Spezialisten. Okay, wir haben das Kampfanzug. Okay. Delta Force. Hammer. Gibt schon geile Dinger, ne? Okay. Und Splat. Aber wir gehen mal ganz zurück. Kann man so bereits ausgewählt. Aha. Also da sollen wir bestimmt eins kaufen. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es was für 10.000. Aber ich wollte nicht unbedingt den pinken. Ah, ist egal. So, was können wir hier machen? 25.000 Waffen. Okay. Und na, wir fangen mal an. Die erste Mission. War. Krieg. War is upon us, gentlemen. Meine Herren, der Krieg A steht conflict über the likes of which we have never known. Latest reconnaissance reports confirm enemy movement at this location. Mission Control is sending you in to make them stop moving. Your mission parameters are simple. Eliminate enemy forces. Sir, do we get to bring the boom? Oh, yes, lad. Yes, bring the boom indeed. Okay.
Dann bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Bitte die kann ich hier entlang. Das machen wir doch gleich. So. Oh, da ist ein Stern, den holen wir uns. Medaille, Entschuldigung. Gut. So, wir gucken nochmal hier rum einmal. Ah, das ist was. Hundemarke. Geschafft. Aber auch ein komisches Spiel. Lustig gemacht, um Krieg zu... um Krieg einfach mal so ins Lächerliche zu bringen, obwohl Krieg ja keine lächerliche Sache ist. So, wir gucken mal. Es ist Zeit für etwas Anspruchsvolleres. Zerstöre die feindlichen Wachtürme als Vorbereitung für den Angriff auf die feindliche Einheit. Sei vorsichtig mit den Granaten und versuche keinen deiner eigenen Jungs zu töten. Okay. Bewegen Sie schneller, beachte, dass deine Soldaten auch schwerer zu treffen sind, wenn sie sich bewegen. So, wir nehmen aber das hier. Gut. Stopp, warte mal, wir können ja auch. Lauf. Nee, geht nicht. Ich hätte ja jetzt gesagt, okay, wir können jetzt wahrscheinlich auch Dings machen. Bei der Höhe gehen Stufe 2 oder so, aber das geht wohl nicht. Einmal Granaten, das ist doch schon mal sehr schön. Okay. Leute, das ist so ein komisches Spiel. Zielsicherheit ist ja wohl voll. So, 5000 haben wir. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Aber sieht schon mal gut aus. Wir haben auch bei jedem bisschen Granaten, ne? Okay, die Mission haben wir auch geschafft. Ja, ist auch noch einfach. Wir spielen ja auch auf leicht, damit ich euch das auch zeigen kann und damit ich auch keine Probleme habe, so nebenbei ein bisschen zu quatschen. Ja, ja, das danke für die Punkte. Aber das ist erstmal nicht wichtig. So, Level 3 machen wir mal. Beschütze die Journalisten.
Oh, Shigi. Ja, machen wir gleich. Eskortiere die Gruppe der eingeschlossenen Journalisten und sorge dafür, dass sie nicht erschossen werden. Das könnte negative Schlagzeilen versuchen. Und wenn Generäle eines fassen, dann sind es negative Schlagzeilen. Richtig. So, dann machen wir noch die eine Mission hier. Wir gucken mal, was hier noch so schön ist. 50.000. So, Level 2. Ah. Wir haben 33.000. Also ich würde sagen, wir nehmen mal nicht das hier. Waffen haben wir genug. Wir können ja mal gucken, was wir hier noch machen können. Ja. Und davon 2. 3, 4, 5. Okay, dann nehmen wir noch den hier noch. Gut. So, aber wir haben 33.000. Ich würde ja schon gerne noch ein bisschen was kaufen. Aber wir nehmen mal die Schuhe. So. Anzug. Nein, brauchen wir nicht. Noch nicht. Und jetzt habe ich falsch gedrückt. Das ist halt mein Fehler. Dann machen wir jetzt noch diese Mission. Mal gucken, wie schwer die wird. Okay. Okay, jetzt gehen sie hier lang. Wir sind zum Glück so schnell. Oh. Gott. Einsammeln. Also oben kommt keiner. Das ist doch schon mal sehr gut. Journalisten halt, ne? Die brauchen ewig. Wir gehen mal wieder zurück, Alter, bevor die dann noch gestorben oder sterben. Gott. Wir gehen mal lieber ein bisschen voran. Sollen Leute auch wirklich mal ins Kriegsgebiet müssen? Danke. Okay, Mädels, lass sie alleine. So. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich glaube, wir können dieses Spiel nachher noch. Ich mache davon nochmal eine weitere Folge, weil ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel gefällt mir richtig gut. Und darauf wird auf jeden Fall noch eine Folge warten. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht nicht so doll. Vergesst natürlich nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.